Es ist einfach herrlich. Es hat alles geklappt. Wir haben unsere Flaschen bekommen. Und tja, es ist alles gut geworden, sowieso. Aber uns ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und jetzt heißt es abfüllen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Gut gelaunt starten wir den Tag. Wie sieht denn abfüllen? Bis ganz schön Tag. Ich bin so stolz. Es funktioniert wieder. Aber ja, den dritten Tag abfüllen, endlich. Denn wir hatten ja Degustation und Gott sei Dank hatten wir noch ein paar Reserveflaschen, denn wir konnten einen Teil schon abfüllen. Wir machen das Ganze mal von vorne, hä? Wir zeigen euch, wie das geht. Die Flasche ist hier. Niegelnagelneue Flasche. Frisch vom Werk von St. Pré. Und das sind noch echte Schweizer Flaschen. Die werden tatsächlich in der Schweiz gemacht. So, dann stellen wir die hier hinein. Dann. Ah, sieht man, das ist sie. Ja. Ah, schön. Dann muss ich das hier abräumen, damit die Flasche in neue Flasche kommen. Also, wie die ganze Maschine funktioniert. Hier oben ist ein Zwischentank, da wird der Wein hineingepumpt vom Filter. Dann füllt sich das Niveau hier auf. Wenn ich eine Flasche reinstelle, dann füllt sich genau mit dem Niveau. Laufe sie oben rein, füllt die Flasche, hat genug Zeit. Hier, das ist der, der Niveauausgleich oder Schutzgas, hat CO2. Da wird jede Flasche, die reinkommt, mit CO2 reingedrückt, der Rest kommt oben raus und das hier ist das ganze Herz von der Abfüllanlage. Das ist das Vierbacken-Zapfenschloss. Hier kommen die Zapfen rein und da geht es rauf und runter. Kann ich das zeigen? Moment schnell. Ich mache eine Handautomatik und drücke hier, da geht es. Jetzt kommt eine Flasche, die schmeißen wir unten an. Zack, Schutzgas, zack, Zapfen, zack, fertig. Hä? Schön. So schnell geht das. So schnell hat man heutzutage eine Flasche abgefüllt. Nein, Spaß beiseite. Ja, das Wetter ist mega schön draußen übrigens. Ihr habt ja gesehen, die Sonne scheint, ist einfach herrlich. Aber der Schein trügt, denn wir haben aktuell noch minus 3 Grad. Also ich habe meine Schneehandschuhe an, macht völlig Sinn. Wir haben zwar den Rotwein vorgewärmt, was wir aktuell abfüllen, ist der Pinot Schwarz 18. Ist vorgewärmt zum Glück, aber trotzdem, die Flaschen sind kühl und einfach, es ist frisch. Du wusstest sogar, den Wein habe versucht auf 17 Grad einzuschalten, hat leider nicht funktioniert. Es ist immer noch 14 Grad, aber das reicht. Ich muss immer noch schauen, dass die Kohlensäure rauskommt. Da habe ich eine Stickstoffflasche. Da kann ich hineinblasen, geht die ganze Kohlensäure weg. Es darf keine Kohlensäure haben im Rotwein. Und ja, und das hier, das ist der Filter. Den kennt ihr ja schon, oder? Das Beste am Filter ist immer hier oben das Degustationshelf. Da kann man immer probieren. Und das immer am Morgen, ganz am Morgen, bevor man den Wein abfüllt, muss immer kontrollieren. Hat es Kohlensäure drin? Rotwein darf keine Kohlensäure drin haben. Ist der Schwefel richtig? Oder der Schwefel kann noch stimmen, da, sonst gibt es noch Essig in der Flasche oder fängt an zu gehen, was auch immer. Es darf nicht zu viel, nicht zu wenig haben. Und ganz wichtig,
Priska muss immer das Okay geben zum Abfüllen. Ja. Okay. Bevor ich nicht probiere, kommt der Wein gar nicht in die Flasche. Das ist so. So ist das. Probieren wir. Das haben wir schon gemacht, ja. Mhm. Wir haben ja schon probiert, bevor wir abgefüllt haben, aber. Ja. Ich drehe hier weg. Du kannst mir den Wein entsorgen. Ja. Sehr gut. Noch ein bisschen früh, ja, aber probieren muss man, das ist einfach eine Tatsache. Denn eben, wenn etwas nicht gut ist und man füllt den Wein ab, weil es einfach noch zu früh ist, um zu probieren, geht gar nicht. Habt ihr gesehen, die vielen Weinflaschen? Ah, ich muss euch noch irgendwie ein Foto hineinblenden. Da hat es Flaschen gehabt. Nein, wir haben noch nie so viele Weinflaschen abgefüllt wie dieses Jahr. Ja. Und, zweimal ist der Lastwagen angefahren. Ah, das muss ich euch zeigen, das ist so geil, wenn alles volle Flaschen ist. Ja, und wenn man endlich sieht, sie sind da. Sie sind da. So, jetzt machen wir noch ein bisschen abfüllen. Ich arbeite noch und dann sehen wir uns in der Kaffeepause. Und wir müssen euch noch das Weinlager zeigen. Es ist wieder voll. Alles da, alles erhältlich. Überall. Auf unserem Weingut, im Online-Job, überall alles wieder erhältlich. Endlich, ja. Ein Jahr drauf geschafft. Schweiß und Blut in die Flasche eingefüllt. So, also jetzt geht's los, zackig. Weiter geht's, ja. Ihr könnt noch einen Rundhaken aussehen, damit es aussieht, dass dann die richtig harte Beine abfüllen. Das sind jetzt die gewaschenen Flaschen, die wir ja euch letztes Mal gezeigt haben. Also die sehen wieder super toll aus, sind gewaschen und die können wir jetzt wieder verwenden. Also wenn ihr leere Flaschen habt, bringt sie uns zurück. Eine von denen könnte auch von euch da drin sein. So, sehr gut. Also machst du bereit? Es geht weiter. Wir sind dran, wir sind gut in der Zeit. Messer? Ja. Für dich. Handschuhe kalt. Geht noch nicht ohne. Massiv besser geworden. Ja, auf jeden Fall. Es fehlt immer noch ein bisschen. Wir haben schon die kleineren Handschuhe an. Ne? Die sind. Die Herbsthandschuhe. Die Winterhandschuhe haben wir abgezogen. Ah, so sieht es aus. Geht noch nicht durch. Vorsichtig, dass kein Staub reinbringt. Gut, sieht das aus? Schön. Man sieht schon, dass Waschglas ist. Es hat manchmal verschiedene Brauntöne. Aber das spielt ja keine Rolle. 50 Schatten Brauntöne. 50 Schätze. Flaschen. 50 Schätze auf Grün. So, also weiter. Los. Alle Flaschen da sind. Ja. Jetzt klicke ich Ende zu. Einfach schön. Ja, habe ich langsam auch nichts dagegen. Hast du auch nichts dagegen? Ja. Aber herrlich, wenn man genügend Flaschen hat, wenn man einfach vorwärts arbeiten kann, Palette für Palette nehmen kann und ja. Ja, wir haben jetzt echt,
einfach viel. Wir waren immer am Abfüllen. Ne? Vor der Degustation, ja, die letzten Paletten aufgebracht bis, ja, zur letzten Flasche. Ja, und jetzt dann kommt die neue Ware und wieder. Drei Tage. Ja. Heute ist der dritte Tag. Nicht so streng, ja, wie gestern. Ja. Gestern hatten wir 8000 Flaschen. 8000 Flaschen ist, ja, das, was wir zu zweit, ja, zusammen machen. Ne? Das also schaffen alles, wir. Ja. Ist alles Handarbeit. Ja. Und das gibt Muckis. Und genau, auch, es kann auch eine Paartherapie sein. Wir sind ja auch zu zweit, oder? Und schaffen es tatsächlich, 8000 Flaschen zu zweit abzufüllen. Ja. Das ist meine Leistung. Ist Therapie und Arbeit zugleich. Oder so. Ja. Wir lieben uns noch. Ja, ich denke schon. Nein, wir waren ja brav miteinander. Auf jeden Fall. Ah, wunderbar. Jetzt genießen wir noch die Sonne. Jetzt haben wir feinen Mittag gegessen und jetzt Endspurt. Endspurt. Mhm, schön. Es sieht auch noch geil aus mit der Tankflasche. Das ist kein Puff. Das muss so sein. Abfüllen. Es wird abgefüllt. Ja, stelle ich euch hier hin. Ihr könnt ein bisschen zuschauen, wie wir Kaffee nehmen. Schön, hä? Tada! Ich kann Schoko holen. Hä? Ich kann die Schoko holen. Ich nehme auch noch einen. Ich nehme noch einen Kaffee. Du auch? Wir haben Zeit. Ja, gern. Aber fertig sind wir noch nicht. Beinahe. Ich weiss, das sieht extrem komisch aus mit der Mütze, aber ganz ehrlich, es ist halt immer noch ein bisschen frisch. Die Sonne scheint, direkt an der Sonne ist es mega warm, aber so, es geht noch so ein kalter Biesen und ja. Und im Keller ist es sowieso noch ein bisschen kühler und am Schatten, dann mag es die Mütze noch ertragen. Die Spannung steigt. Die letzten Flaschen. Also, läuft noch. Läuft noch. Noch ein. Ja. Dann mach noch einen. Risiko. Bis leer ist. Bis alles leer ist. Die Tropfen. Die Tropfen. Ah, nee. Reicht nicht. Und? Die Korken sind auf. Auch. Hey, wir haben es geschafft. Oh, jetzt bin ich einfach nur müde. Chef, ja. Abschalten. Ja. Ah. Nein, ist gut. Nice, ja, super. Alles klar. Geil. Zapfen auch, tja, so ist das Leben. Finito. Flasche leer, Zapfen weg. Nein, Spruch. Ist gut aufgegangen, ne? Ja, das läuft. Ja. Aber schönste Wetter, eigentlich sollte ich draußen sein, draußen arbeiten. Nein, ist egal. Aber wir haben es geschafft. Jetzt können wir wirklich sagen, wir haben uns die Ostern verdient. Genau. Ja. Ich gehe noch. Ja. Ich schaue nachher noch, ob ich nicht meinen Tag vergessen habe, irgendwo. Oh Gott, ich hoffe nicht. Also eigentlich, theoretisch gesehen, nein. Es sollte alles abgefahren. Nein, ich habe doch geschaut. Also, ja, danke vielmals fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank, wir wünschen euch ganz schöne, ja, Osterfeiertage. Viel Spaß beim Eiersuchen und Hasensuchen und, genau, so. Ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und bei der Weinflasche suchen. Ich finde noch ein, zwei Flaschen Wein verstecken. Oh ja, genau. Das hilft. Genau, das können wir machen. Ist besser, ja, als Schoki oder so. Ja, ja, ist beides gut. So, also, danke vielmals fürs Zuschauen. Ja, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Seid noch da und schaut zu. Wer schaut überhaupt noch zu bis am Schluss? Ja, schaut mal in die Kommentare, wer bis am Schluss schaut. Und habt ihr es gesehen? Die Flaschen wandern leer durch den Keller. Magischerweise werden sie aufgefüllt und landen hier im Lager. Hä?
Kilo, sieht doch echt geil aus. Ja? Und psst, hab's nicht gesehen. Ich hab's gesagt, im Lagerfilm. Nein, das ist so ein bisschen Portemonnaie schauen. Ne? Oder irgendwie so. Also, danke vielmals fürs Zuschauen und tschüss.